Ich wollte heute mal die PC1030 von der Firma Wagner vorstellen. Das ist das neueste Produkt, was wir jetzt im Moment auf den Markt gebracht haben. Hat den Vorteil, dass sie eine sehr starke Förderleistung hat, bis zu einem Radius von 40 Metern. Sehr kompakt gebaut ist, aber dabei auch sehr leicht ist. Also die wiegt keine 60 Kilo, die wiegt genau 58 Kilo und ist in der Höhe sehr angenehm zu transportieren und auch in der Länge sehr kurz. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Schaltung hier ein. Hier links haben wir einen Notausschalter, den ich drücken kann, wenn die Maschine, wenn irgendwas ist, wenn die ausgehen soll, dann läuft da nichts mehr. Dann muss ich den erst entriegeln, bevor ich die wieder anschmeißen kann. Dann haben wir hier eine Steuerung, um die Maschine manuell vorwärts laufen zu können. Auf Automatikbetrieb, das heißt, ich steuere alles direkt an der Wand von der Pistole aus oder manuell rückwärts. Das bräuchte ich eigentlich nur zur Druckentlastung oder zur Reinigung. Und hier habe ich meine Geschwindigkeitseinstellung. Hier kann ich von Stufe 0 bis Stufe 10 die Geschwindigkeit einstellen. Je nachdem, wie viel Material ich vorne aus der Pistole rauslaufen lassen möchte, erhöhe ich hier meine Geschwindigkeit oder stelle sie stufenlos auch zurück, je nachdem. So, jetzt baue ich die Maschine einmal zusammen. Das heißt, ich ziehe jetzt zuerst mein Stator auf den Rotor rauf, danach das Gegenstück, das ich davor klemme, damit alles fixiert ist, und dann klemme ich den Schlauch letztendlich an den Rotor-Stator dran, wo das Material dann durchfließt, damit es an die Wand gelangt. Dafür muss ich jetzt manuell den Rückwärtsgang einmal einlegen. Das kann ich alles alleine machen, da brauche ich keine Hilfe für. Dann setze ich den Mantel, also den Stator, auf den Rotor drauf und lass den langsam aufziehen. Muss ich jetzt einmal anfassen, bis der gepackt hat. Und jetzt ist der in der Führung drin. Jetzt kann ich die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Jetzt warte ich, bis der Stator vorne am Anschlag ist. Dann stelle ich auf Automatik um. Die Maschine arbeitet jetzt in dem Fall nicht mehr, sondern jetzt wartet die darauf, dass ich das Signal von vorne von der Pistole gebe. Aber zuerst baue ich jetzt das Gegenstück dran. Das fixiere ich mit Schrauben. Auf jeder Seite eine. Handfest anziehen. Und jetzt würde der Mörtelschlauch, das hier ist jetzt ein Durchmesser 25 als Beispiel, angeschlossen werden. Einmal verriegeln. Das Elektronikkabel wird direkt an der Maschine angeschlossen. Da ist ein Anschluss am Schaltschrank. Noch einmal verriegeln und letztendlich die Luft noch zum Zerstäuben des Materials an unseren Kompressor. So ist jetzt von der Maschine alles soweit angeschlossen. Jetzt muss nur noch die Pistole, also die Automatiksteuerung, an den Mörtelschlauch angeschlossen werden. Auch hier wieder das Steuerkabel für den Automatikbetrieb. Die war jetzt an. Und den Luftschlauch. Bei unserer Maschine ist die Pistole in diesem Zustand, also wenn sie längs zeigt, der Hebel geschlossen. Und wenn die quer steht, geöffnet. Hat einen einfachen Grund, wenn ich die Maschine ablege und der Hebel schräg stellen oder gestellt wäre und dann geschlossen wäre, dann könnte ich darüber auf dem Gerüst stolpern oder den Hebel verbiegen, wenn der Kollege das nicht sieht, dass da meine Pistole liegt. Deshalb haben wir gesagt, so ist die geschlossen, dann kann ich sie einfach aufs Gerüst legen und der Hebel ist nicht auf Querstellung. Wenn ich jetzt die Maschine anfahre, dann muss ich den Hebel öffnen. Wenn ich schließe, also jetzt läuft die automatisch an, wenn ich schließe, dann hört die auf zu pumpen und dreht 3 Sekunden lang zurück, wie man jetzt hört. Das heißt, ich habe hier vorne keinen Druck mehr auf der Pistole, weil das Material 3 Sekunden lang zurückgezogen wird und der ganze Druck wurde jetzt etwas entlastet. Wenn ich jetzt die Maschine wieder anfahre, dann habe ich nicht im ersten Augenblick direkt Material an der Wand, also ich habe keinen Spucker, sondern das Material, das läuft jetzt erstmal langsam an, also das heißt
knappe Sekunde, dann kommt das Material auch. Aber ich habe diesen ersten Spucker halt nicht an der Wand. Das ist der Vorteil an der Elektronik, die automatisch die Druckentlastung macht.